Winfried Herrmann, die Bundestagswahl ist Geschichte, die Grünen haben gewonnen. Wie gefällt Ihnen das? Na, noch ist die Geschichte nicht zu Ende, sondern wir haben jetzt die ersten Hochrechnungen und da kann man sagen, wir haben ordentlich zugelegt. Das freut uns, aber wir haben auch schon ein paar Tränen im Auge, weil wir ja eigentlich mehr wollten. Wir wollten Schwarz-Gelb verhindern, wir wollten die Große Koalition verhindern, wir wollten die stärkste Kraft werden und das haben wir nicht erreicht. Wir sehen, dass die anderen deutlich besser zugelegt haben, die kleinen anderen. Insofern bin ich nicht wirklich zufrieden. Ich freue mich, dass wir zugelegt haben. Ich freue mich, dass wir hier in Baden-Württemberg wohl ein ziemlich gutes Ergebnis haben werden. Das Tübinger Ergebnis kennen wir noch nicht. Die SPD hingegen hat jetzt ziemlich stark verloren. Dort gibt es eigentlich nur lange Gesichter. Ja, das hat mich jetzt am Ende dann doch überrascht, weil ich auf der Straße gemerkt habe, es gibt dann doch viele, die gedacht haben, man muss noch ein bisschen solidarisch sein und es darf nicht ganz so schlecht für die SPD kommen. Aber die SPD hat natürlich die Quittung dafür bekommen, dass sie eine schlechte Politik in der Großen Koalition gemacht hat und in den Jahren zuvor auch nicht so gut. Und da hat auch ein Wahlkampf, und sei er noch so engagiert, nichts mehr heben können. Also, und es ist auch einfach klar geworden, eine Partei mit dem Profil und so wie sie gestrickt ist, braucht sie eine Erneuerung in der Opposition und das ist eigentlich sozusagen die gute Botschaft für die SPD. Was bedeutet Schwarz-Gelb jetzt? Naja, Schwarz-Gelb hat ja sehr deutlich angekündigt, was sie vorhaben. Sie werden versuchen, die Laufzeiten zu verlängern. Sie werden vielleicht sogar versuchen, neue Atomkraftwerke zu erlauben. Sie werden Steuersenkungen durchsetzen müssen für ihre Klientel, denen haben sie es versprochen. Sie werden für die große Masse die Steuern erhöhen werden. Sie werden im Bereich der Sozialleistungen kürzen müssen. Sie werden eine gigantische Neuverschuldung aufnehmen. Sie werden eigentlich nur eine richtig schlechte Politik machen können. Es ist erstaunlich, dass so viele Menschen, obwohl im Wahlkampf deutlich geworden ist, dass viele das kritisch sehen, dass so viele Menschen dann doch schwarz-gelb gewählt haben. Und jetzt wird man die Quittung bekommen. Haben die Bürger, die nicht zur Wahl gegangen sind, die Quittung für die letzten Jahre gegeben? Ja, die Nichtwähler werden heute mal die Erfahrung machen, dass Wählen und Nichtwählen entscheidend ist. Es ist ja jetzt auch gerade dieses Jahr die schlechteste Wahlbeteiligung überhaupt. Ja, sie ist schlecht, aber ich meine, sie ist immerhin über 70%. Trotzdem muss ich sagen, die vielen Leute, die meinen, man könnte in der Politik durch Wählen nichts bewirken und Wahlen würden nichts verändern, die werden heute eines Besseren belehrt werden.